Also heute, wir machen, würde ich sagen, das absolute urtypische englische Gericht. Auf Englisch, es heißt Shepherd's Pie. Und das wäre sowas wie Schäferauflauf. Im Grunde genommen, das ist zerhackte Lammfleisch mit verschiedenen Gewürze und Gemüse drin und obendrauf einen Kartoffeln, die so gestampft ist und dann angereichert mit Eigelb und Butter, so dass es richtig deftig schmeckt, und Käse. Und das bereitet man teilweise vorher oben und dann geht so 20 bis 30 Minuten im Backofen. Und das machen wir. Und als erstes müssen wir eigentlich die Gemüse schneiden, sodass wir die raspeln können, sodass wir ein bisschen mehr Geschmack in unserem Fleisch auch bringen. So. Wie oft gab es dieses Essen schon aus Kindheitstagen bei Ihnen zu Oh, Hause? viel. Und ich würde sagen, auch heutzutage, ich kann mir kaum vorstellen, eine Familie in England, naja, sogar in Großbritannien, der nicht so mindestens einmal im Monat Shepherd's Pie hat. Das ist absolut ein typisches Familiengericht. Und jeder hat so seine Rezepte. Mal hat man ein bisschen mehr von das oder jenes anderes. Mal schon benutzt ein bisschen Milch noch in den Kartoffeln. Ich benutze ein bisschen Rotwein in meinem Fleisch zum Kochen. Ja klar, das ist der französische Einfluss. Und ja, jeder hat so ein bisschen seine Variante, aber ich würde sagen, das ist wirklich ein urtypischer britisches Gericht. Lecker. Es muss auch immer Lammfleisch genommen werden oder kann man das Fleisch auch variieren? Kann das was anderes Also sein? viele Leute machen es natürlich mit Rindfleisch, weil man oft kauft fertig gehacktes. Und wenn man natürlich nicht, wenn man zu einem Metzger geht, dann kann er natürlich auch Lammfleisch zerhacken, aber das findet man nicht normalerweise im Kühlregal oder so, ist ja klar. Und nicht jeder zu Hause hat ein Fleisch Wolf, es sind teure Geräte und da kann man kann eigentlich ganz gut Hackfleisch. Würde ich sagen, dann muss man sich vielleicht mit ein bisschen mehr Pilz oder sowas oder ein bisschen stärkeren Geschmack hat, weil es ja klar, dass Lamm kräftiger an Geschmack ist. Ja, so. Ja, und dann auch wichtig für mich ist, ich koche gerne und ich koche, wenn ich Zeit habe. Und es ist auch für mich schön, wenn ich Sachen habe, was ich auch einfrieren kann. Und das ist auch so ein Gericht, was man auch ganz gut einfrieren kann, wenn man das nur langsam dann bei Zimmertemperatur überhaupt auftauen lassen. Tauen? Wie sagt man das? Tauen, auf Tauen Tauen, lassen. genau. Also. Aber wenn es eine Maschine gibt, dann finde ich es immer besser, gerade bei Zwiebeln, sonst weint man immer. Das ist nicht so wichtig, wie das ausschaut, weil es soll eigentlich richtig zergehen. Also das sollen keine großen Stücken sein. Es ist wirklich für Geschmack. Jetzt haben die auch zwei Hunde, die sind immer dabei. Das ist der Charlie, der große Herr. Heißt Charlie, wenn er, aber manchmal ist er so vornehm, dass wir nennen ihn Mr. Darcy. Als Alternative. Und das ist sein Sohn. Das ist der kleine Rogue und das heißt sowas wie Schelm. Aber er heißt auch Rogue, weil diese Rasse wurde gezüchtet von König Karl Englands. Und sein Lieblingshund hieß Rogue. Also das ist auch eine alte, also ein Rogue ist Schelm. Und er ist ein kleiner Schelm. Passt. Seit wann haben Sie die beiden? Also Charlie habe ich, als ich in Österreich Intendantin war, gekauft. In 2002 als Welpe. Und er kam mit mir dann nach Amerika. Und dort haben wir beim Spazierengehen eine Dame, die züchtete diese Rasse, hat Charlie gesehen, hat gesagt, oh, der könnte aber meine Hündin beglücken. Naja, Tat er auch. das tat er mit Wonne, muss man schon sagen. Er hat seine Arbeit sehr gemocht. Und da dürfte ich natürlich einen Welpe suchen, aussuchen. Und das habe ich dann, der Kleine. Und das passt sehr gut. Charlie weiß, er ist Chef im Haus, ich bin Nummer zwei und der Welpe ist Nummer drei. Gut, das ist geklärt. Das ist geklärt hier, genau. Die Hierarchie ist wichtig zu folgen. Das heißt, Sie waren ja erst in Österreich, dann in Amerika Ja, und dann danach in waren Sie Rom in Rom noch. und dann jetzt hier. Jetzt hier. Ganz schön viel gesehen schon, ja? Ja, und die sind gute Reisende, weil Charlie ist mit mir über den Atlantik mindestens fünfmal geflogen in der Kabine.
Super, Reisehunde können auch immer mitziehen dann. Kann, ja, nur natürlich mit zwei darf man nicht. Man darf nur einen Hund. Na, Charlie, also ich werde dich. Sie sind seit 2009 in Magdeburg. In 2019 war meine erste Spielzeit hier, aber ich war, es war sehr kurzfristig die Übernahme und ich habe de facto, also ab Herbst 2008 war ich hier in Vorbereitung, weil es waren viele Positionen neu zu besetzen. Da musste ich dann hier sein. War das, wann waren Sie das erste Mal in Magdeburg überhaupt? Überhaupt, es war, ich versuche immer zu erinnern, genau welchem Jahr, aber ich war, als ich Operndirektorin war in Köln, ab 95, wir hatten Open-Konferenz, deutsche Open-Konferenz in Leipzig. Und da ich immer neugierig bin und so und bin dann mit der Bahn und ich habe mich dann den Weg von Hannover, ich erinnere mich dann über Magdeburg, bin ausgestiegen, um die Stadt dann zu sehen. Es war, ja, vielleicht 97. Und da muss man sagen, die Stadt hat sich enorm entwickelt. Der erste Eindruck, wie war der? Also das sah sehr traurig aus und da waren Lücken, die noch nicht gebaut wurden. Eigentlich, ich ging hauptsächlich dann direkt zum Dom, Elbufer, aber auch, es war nichts, es war nicht mal ein richtiger Gehweg. Also es ist wirklich unglaublich. Und über das Theater wusste ich wenig, muss ich da ehrlich sagen. Obwohl natürlich, eine wichtige Sache wusste ich über Magdeburg, und das ist, dass Richard Wagner, der berühmte Richard Wagner, hat seine Karriere als 21-jähriger Kapellmeister in Magdeburg angefangen. Und hier in Magdeburg seine erste Oper auf der Bühne gebracht, in Szene gesetzt. Also es ist schon eine unglaubliche Erst für Magdeburg, denke ich mir. Etwas, auf dem wir auch sehr stolz sind, gerade in diesem Jahr 2013 mit 200. Geburtstag von Richard Wagner. Zumal Sie ja auch als Opernfrau gelten, ne? Musical und Opernfrau sind Sie jetzt ja. Am Theater? Ja, bin ich. Obwohl ich, Charles Henry, obwohl ich sage, out. Obwohl, weil ich in London lebte als Kind, haben wir enorm viel Schauspiel gehabt. Also das ist, in London ist eine große Schauspielstadt. Also was wir jetzt machen, ist ein bisschen Olivenöl warm in zwei Pfannen, weil nämlich ich möchte den Lammfleisch auch ein bisschen braten. Also wie Sie sehen, da ist ein bisschen mehr Fett drin bei Lamm als beim Rindfleisch. Gibt natürlich viel mehr Geschmack, aber ich möchte, deswegen brate ich das getrennt, sodass ich dann ein bisschen von diesem Fett, was zu viel ist, dann rausgehen kann. Wie funktioniert überhaupt die Besetzung? Suchen Sie sich das aus? Gehen Sie in andere Theater und schauen, wer dort ist? Oder bewerben Sie sich bei Ihnen? Wie funktioniert das? Also, es ist Folgendes. Wir haben ein Ensemble hier. Und ich versuche als erstes das Ensemble zu benutzen. Aber es ist ja klar, dass manche Rollen, gerade wie eine Tristan und eine Isolde, das sind so spezifische Rollen, die kann man nicht haben. In einem Fall wie Tristan und Isolde, ich kontaktiere manchmal Agenten und ich sage, wäre das gerade eine Möglichkeit für eine von ihren großen Künstlern, eine Rollendebüt zu machen, bieten wir die Möglichkeit an. Viele Leute wollen diese Chance, weil danach können sie wieder Aufnahmen machen in größeren Opernhäusern. Das bietet die Chance, in Ruhe eine Rolle neu zu lernen. Aber ich reise enorm viel in Vorstellungen, mache Vorsingen, also vieles. Auf jeden Fall, enorm viel. Das heißt, Sie haben die meisten auch vorher schon mal irgendwie auf der Bühne gehört und gesehen? Oh, immer. Ich würde nie jemandem engagieren, das ich nicht gesehen habe oder gehört habe live. Ist dann auch wie so ein Casting, wenn da mehrere sind, oder? Ja, ne, wir haben jetzt zum Beispiel für unser Ensemble eine feste Vakanz für eine Mezzosopranistin und eine feste Vakanz für einen Bariton. Und ich muss sagen, dass ich habe jetzt seit September mindestens 300 Sänger im Vorsingen gehört. Hier bei Wettbewerber, im Ausland bei Vorsingen, also enorm viele. Und sind Sie denn eher die sachliche Kritikerin oder die emotionale Kritikerin? Nee, ich versuche sachlich zu sein. Also ich denke, in alle diese Art von Vorsingen, was man hat, ist verschiedene Komponenten. Die eine ist, ist es erstmal richtig gesungen? Sind die Noten richtig? Ist die Intonation richtig? Ist das Italienisch richtig oder Deutsch oder was auch immer? Das ist erstmal das. Und Sie würden sich wundern, wie viele kommen und das haben Sie nicht mal.
Willst du das in, also ja, in dem Heißwein? Aber pass auf, weil es wird spritzen. Spritzen, weil es natürlich. Ja. Das ist alles schon sehr heiß. Alles. Alles auf einmal. Wenn es spritzt, ist es meistens besser, wenn man alles zusammen, dann gut, spritzt es nur einmal. Schon die Erfahrung gesammelt, ja? Ja. Was hat Sie an Magdeburg gereizt? Also vor allem, ich habe mich entschlossen, weg von Amerika, weil ich habe einfach so viel Zeit mit Geld auftreiben verbracht und zu wenig Zeit mit Kunst. Ups, das wollen wir nicht warten. Muss alles schnell rein. Ja. Machen wir. Ups. So, super. Sonst, so. Und das, ich würde das austauschen, ja, weil der sonst. Ich war immer mit junge Sänger. Ich habe das Opernstudio in Köln geleitet und ich habe ein Opernstudio gegründet in Graz und auch eine in Dallas. Und eigentlich mein Interesse liegt an das Ensemble, ein junges Ensemble, nicht nur in Oper, sondern auch im Schauspiel und in Ballett. Und das fehlt mir total in Amerika. Und da habe ich gedacht, nee, da möchte ich zurück zu einem Ensemble-Theater. Und gerade Deutschland finde ich, also ich habe meine Karriere hier angefangen, mein Gott, insgesamt 6, 11, 17, 18, 19 Jahren habe ich in Deutschland jetzt insgesamt gearbeitet. Und ich denke, das ist einmalig in der Welt, dass jede Stadt ein eigenes Theater hat, dass man macht alle Sparten und dass ein Theater als nicht nur als Kulturmittelpunkt einer Stadt, aber auch sozial eine wichtige Rolle zu spielen, auch in Bildung, in als Ort, also vieles zu erleben. Also das finde ich einfach, es ist, was ich liebe, für den ich eine Leidenschaft habe. Und deswegen, warum Magdeburg? Natürlich, wenn man sich jetzt nach einer Arbeit sucht und man will was machen, man nimmt Teil, groß zum Großteil, wollen Sie zerquetschen den Knoblauch da drin? Ja. Man sucht auch nach einem Theater. Für mich war wichtig die Größe des Orchesters. Weil im Grunde genommen in einem Musiktheater die Größe eines Orchesters determiniert, was man machen kann. Hier, wir sind ein sogenanntes B-Plus-Orchester. Wir haben 82 im Orchester und das Niveau ist unglaublich hoch. Ich glaube, dass nicht das Knoblauch eine englische Gemüse ist, aber ich kann mir kaum was vorstellen mit Fleisch ohne Knoblauch. Das muss also ran. Es muss ran. Der beste Geschmacksverstärker, was es überhaupt gibt. Von den unerwarteten Freuden in Magdeburg war erstmal dieser wunderbare Domplatz und die Tatsache, dass wir es bespielen sollen. Und weil eigentlich der Platz ist sehr schön, aber ich muss auch sagen, ich mag es, wenn es lebendig ist und voll mit Menschen und man feiert was. Naja, wir haben schon hier einen Ruf als Musical-Stadt entwickelt. Und wir machen jetzt im Sommer, wir haben das enorme Glück, dass wir die Rechte bekommen haben für Les Miserables. Und das ist erstmal, das ist ein Zeichen, was wir für ein Niveau haben, weil die Rechte zu bekommen zu diesen Musicals ist nicht so einfach. Die sind sehr geschmäcklerisch. Also das ist, also diese Verlage, die wollen genau wissen, wer inszeniert, wer singt, wie schaut es aus, vor, dass sie überhaupt einen Erlaubnis erteilen. Und jetzt, Les Miserables ist natürlich für uns ganz besonders schön, weil es ist auf den Lippen von jedem Mensch. Gerade jetzt, wo diese Golden Globes so viele Preise genommen hat, beste Film etc. Und es wird sicherlich auch jetzt bei den Oscars auch gewinnen. Und ich glaube, das ist auch besonders schön für uns. Mein Gott, die machen Werbung für das Wort Les Miserables und wir müssen dafür nicht zahlen. Diese Lammfleisch werde ich das einfach auf ein bisschen Küchenpapier, so dass ich dann einfach das zu viel Fett einfach weg. So. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Englisch ist ja klar, das ist meine Muttersprache. Und ich habe das große Glück gehabt, dass meine Eltern haben uns von Anfang an, von Kindergarten an, in eine französische Schule geschickt. Und dann, meine Mutter wollte ein bisschen in Rom leben und wir waren dann in der französischen Schule in Rom. Und natürlich, dann haben wir Italienisch gelernt.
Englisch, Italienisch, Französisch. Und genau. Deutsch? Wann haben Sie Deutsch gelernt? Und dann, ich wollte in der Oper arbeiten und jeder sagte mir, oh, man muss dann Deutsch lernen, man muss nach Deutschland fahren, die haben so viele Opernhäuser. Und dann habe ich vorgesungen bei einem, was hieß damals, jetzt ist der ZAV, aber damals, sie hatten so einen Teil nur für Theater, das hieß ZBF, Zentralbühne und Fernsehvermittlung. Und die haben mich als 25-Jährige vermittelt nach Hagen. Da habe ich dann im Chor mit Solo gesungen und dabei auch Deutsch gelernt. Es war eine super Möglichkeit, ich habe mich sehr gefreut. Und von dort dann bin ich nach Frankfurt gegangen. Und da habe ich auch im Schauspiel gearbeitet dann, gesungen. Und das war die Zeit, wo man dann, ich habe überhaupt die Arbeit von Ruth Berghaus kennengelernt. Hans Neuenfels und alle diese Leute und ich war absolut begeistert. Und durch die Unterstützung von Klaus Zehlein hat er mir geholfen, er hat gesehen meine Leidenschaft und er ließ mich dann so ein bisschen so hospitieren und hat mich dann einen Empfehlungsbrief geschrieben und dadurch konnte ich mich dann bewerben als Regieassistentin und da bin ich dann nach. Also bei ihm das Handwerk so gelernt? Oder? Genau. Und ich war in Frankfurt, war ich dann in Parsifal als Blumenmädchen gesungen. 2 Jahre später hat Ruth Berghaus in Freiburg eine Così fan tutte inszeniert und dann war ich ja ihre Assistentin. Also was Sie sehen jetzt, was ich gemacht habe, ich habe jetzt diese Pilz hier, diese Champignon zerschnitten und in dem Fett von dem Lamm, weil immer die saugen sehr viel auf, aber das gibt auch mehr Geschmack. So, ich glaube aber, weil die Zeit ist nicht unlimitiert, machen wir unsere Kartoffeln ein bisschen kleiner. Können Sie noch unbedarft ins Theater gehen oder analysieren Sie immer was und finden immer was, was Sie anders machen würden? Nein, also ich muss auch sagen, ich bin diesbezüglich sehr kindisch. Also wenn ich sitze in einem dunklen, warmen Zuschauerraum, Vorhang ist zu, jetzt egal ob bei Schauspiel oder in der Oper, mir kribbelt es immer. Ich denke, was wird passieren heute Abend? Also ich bin voller Erwartung und Hoffnung und alles. Es ist ja klar, einmal Vorhang auf und man singt, oh, die singt nicht so schön oder oh, die singt wunderbar. Dann natürlich steigt auch ein Teil des analytischen Gehirns. Aber immer wieder geht man im Theater, man wird verzaubert von einem Bild, von einer Vision, von einer Darsteller, von einem Solo-Instrument im Orchester. Und dann wird man Gott sei Dank, besonders jetzt sagen wir Musiktheater, wegtransportiert von des analytischen Teil des Gehirns und über die Überholspur sozusagen die Musik dann drängt tief in den Unterbewusstsein. Und das ist auch manchmal wunderbar. Nicht, dass ich ja irgendwas vergesse, das wäre dann eine Schande. Also jetzt tue ich mein Lammfleisch zurück und viel Fett ist da abgetropfelt in der Küchentuch. Dann nehmen wir das dazu, machen wir das auch aus. Und jetzt haben wir unsere zerhackte Gemüse, wir haben unsere Champignon, wir haben unser Lammfleisch, wir haben 2 Rosmarin, ein bisschen Thymian, ist alles dazu. Und jetzt kann ich sagen, jetzt kommt das schönste Moment. Och, taufen. Und dazu gebe ich auch hier ein Geflügelfond. Ich finde dann Lammfond ist zu stark, wenn man Lammfond zu Lamm ist, vielleicht ein bisschen zu stark. Also ich habe einfach einen Geflügelfond genommen. So, das würde ich nicht, das ist vielleicht zu viel. So, schauen wir mal. Und das wollen wir jetzt 20 Minuten kochen lassen. Und es so dass es soll diese Flüssigkeit zum Großteil weg, sodass es ziemlich fest ist. Das passiert hoffentlich jetzt. Und während dieser 20 Minuten, da kochen wir meine Kartoffeln und werden wir dann den Kartoffeln vorbereiten. Aber das bringe ich jetzt erstmal zum Kochen und dann werden wir die Flüssigkeit reduzieren, sodass es schon dicht ist. Oh, hätte ich beinahe vergessen, die wichtigste Ingredient. Unsere jetzt sächsische Variante von Worcestersauce. Oder wie spricht man das in Sachsen aus? In Sachsen weiß ich nicht, aber hier Würkester und ganz verschieden. Aber eigentlich heißt das wie?
Worcester. 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 Es gibt sogar eine Grafschaft in England namens Worcester. Und Worcestershire Sauce. Und ich habe mal, und ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe mal einen Bericht über diese Soße und es ist entstanden, glaube ich, ein reiner Zufall. Da kam zurück ein Militärmensch aus im 19. Jahrhundert von Indien und er hatte viele Gewürze gebracht in Essig und die waren im Keller. Und irgendwann mal hat seine Bedienung gedacht, mein Gott, was machen wir mit das Zeugs? 2-3 Jahre später, die haben es auströpfeln lassen und die haben entdeckt, wie wunderbar es war. Und tatsächlich bis heute musste so, ich glaube, das muss 3-4 Jahre gären in Essig, diese verschiedenen Gewürze. Natürlich absolute Geheimrezepte. Aber es darf in keinem englischen Haushalt fehlen. Oh, no. Oh mein Güter, sonst entzieht man den Pass. So. Ja, also ich glaube, wir werden, jetzt fange ich auch an ein bisschen mehr zu. Ein bisschen Pfeffer, das ist ein bisschen Salz auch noch da. Ja, so. Allerwichtigste bei Kochen ist immer kosten. Okay. Auch für Sie. Ich glaube, wir machen mehr, sicher mehr Salz, ein bisschen mehr Pfeffer. Ja. Das ist, ich benutze immer Meeressalz. Ja. Und für mich natürlich der große Reiz, auch wenn es verschoben jetzt ist auf nach meiner Intendenz, aber dass man ein Teil von einer Vision, eine politische Vision ist, Kulturhauptstadt Europas, Magdeburg, ist natürlich für mich einen Reiz, jeden Tag zu sagen, okay, was können wir machen? Wo können wir noch im Ausland, also und deswegen für mich Co-Produktionen wir machen mit in Tschechei, in Spanien, jetzt in Wales. Also überall so, dass wir auch den Namen Magdeburg nach außen bringen können, bekannt machen können. Und es, wenn es dann nur ein einzelner Kampf ist, dann ist es sehr schwer. Aber wenn man macht es, weil man weiß, dass die Stadt es will und braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben, das ist für mich dann irgendwie eine unglaubliche Motivation. Sie glauben tatsächlich, Magdeburg könnte Kulturhauptstadt werden? Ich denke ja, weil ich muss auch sagen, ich war in England in der Zeit, wo jetzt eine kleine Sache, was ich immer mache dafür, sage ich zwischendurch, ist, ich mache nicht gleich Stampfen. Was ich tue ist, ich will mal den Kartoffeln trocknen lassen ein bisschen, weiter kochen und trocknen lassen, sodass sie dann noch ein bisschen mehr Flüssigkeit rauskommt. Also, wir lassen das noch ein bisschen trocknen, jetzt müssen wir wieder arbeiten. Ich würde Sie bitten, die Eier zu brechen in diesem Schal das Weiße, ja, und das Gelbe zurück in dem. Ja, das mache ich gern. Und die, was übrig bleibt, einfach darauf schmeißen, die Schals. So, dann. So, wir sind... Wir quacken, anstatt zu kochen. Sind wir ein bisschen zügig hier? Naja, wir müssen zügig sein. Sonst ist alles zu lang gekocht. So. Bisschen Käse dazu, da war Butter, das sind die Kartoffeln und dazu kommen 3 Eigelbe, eine ist sehr hell. Ich wollte das nur einmal riechen, sicher zu sein. So. Darf ich Sie bitten? Natürlich, mache ich. Stampfe. Ja. Also ich denke, Brot machen und Kartoffeln schaffen ist sehr gut. Man kann viele Aggressionen, unterdrückte Aggressionen da rauslassen. Wie war das damals zu Hause im Elternhaus? Mussten Sie auch viel helfen in der Küche oder im Haushalt? Wir hatten glücklicherweise eine große Küche. Typische Landenhaus, so 4 Stockwerke, ziemlich schmal. War eine große Küche und da wurden die Hausaufgaben gemacht, während die Mutter gekocht hat. Und da hat man immer mitgemacht. Im schlimmsten Fall hat man die Pfanne schon ausgeleckt, ganz besonders bei
süßen Teig. Wie ist das, wieso mögen alle Kinder rohe Teig? Es ist immer, es ist so lecker. Ja, es ist halt eben so. So, jetzt nehme ich diese kleine, ach, habe meine Brille. Sehen wir uns gut. Das heißt, das Kochen auch von der Mutter gelernt? Ja, meine Mutter, meine Großmutter hat auch gerne gekocht. Die wohnte aber nicht mit im Haus, die Großmutter? Nein, 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 die waren in Yorkshire. Oben in Norden. Aber das ist für uns auch neu, dass hier schon Käse reinkommt. Ja, siehst du, das ist, aha, es ist anders. Gott sei Dank ist die ganze Welt noch nicht zu einem gemacht. Sehr gut. Käse und Butter. Und ein bisschen Salz und Pfeffer werden wir auch. Die Deutschen machen den Käse nachher. Aber wir machen auch Käse nachher. Ach. Aber kein Muskat. Nein, man könnte Muskat nehmen. Ein bisschen Muskat. Man könnte auch einen Löffel schwere Sahne. Man kann alles machen. Das ist das Schöne. Es ist nicht wie ein Soufflé. Die muss perfekt sein. Sonst wird alles muss abgemessen sein. Sonst hat man eine Katastrophe. So. Und die deutsche Küche? Haben sich daran gewöhnt oder sagen sie, ach, ich koche lieber doch englische Gerichte? Na, ich koche eigentlich doch meistens lieber italienische und französische Gerichte. Ja. Aber mittlerweile, seit ich in Amerika war, auch ziemlich viel mexikanische Sachen, muss ich auch sagen. Also ich finde, was gefällt mir? Also ich finde, es gibt sehr schöne Fischgerichte hier und ich finde... Feiner? Ein bisschen feiner, den Reis? Ja, ein bisschen. Vielleicht wollen wir das vielleicht mit... Nee. Ich glaube, das sieht so gut aus, gell? Also das klingt aber so, dass die deutsche Küche nicht so... Also ich weiß jetzt nicht... Ich meine, jetzt, wenn ich an deutsche Küche denke, dann denke ich an mehr den deftigen Sachen, ja. Wie Hirschgulasch und sowas. Also als ich in Bayern war, muss ich sagen, da musste ich widerstehen, diese Haxen. Wenn sie gegrillt sind und an der Fett ist so ganz, Haut ist ganz knusprig. Ist das eine, aber mein Gott, 1000 Kalorien, Mel, gell? Oh. Gut, wollen Sie das jetzt schön obendrauf verteilen? Ja. In einem Löffel vielleicht besser? Das machen wir so. Und die amerikanische Küche, sind wir uns da einig, ist nicht so besonders oder doch? Was unglaublich in Amerika ist, ist einfach sind die Ingredienten. Also was man an Fisch und Fleisch und Gemüse bekommt in Kalifornien oder in Texas, es ist unglaublich. I mean, die Varietät ist unglaublich. Aber ja, ein Steak ist ein Steak. Ich meine, das beste Fleisch vielleicht der Welt. Und dann geht man ein T-Bone Steak essen, falls man hat das Gefühl, man sitzt zu Tisch mit in paläolithische Zeiten, also eigentlich mit so einem Stück. Aber es ist unglaublich, die Qualität ist fantastisch und Gemüse. Und ich meine hier, eine richtig reife Tomate zu finden, wenn da etwas schmeckt oder riecht, ist fast unmöglich. Und in Texas, das ist ein Obststück. Also, und dann die ganze mexikanische Einfluss, ne, ich glaube, da haben wir genug. Das ja. Und die mexikanische Einfluss, also mit viel Avocados und Koriander, und schon wunderbar, wunderbar. Aber ich meine, Fast Food in Amerika, es gibt nichts Schlimmeres. Schlimm, nee, grauenvoll. Grauenvoll. Gut, darauf jetzt werden wir nochmal so ein bisschen Käse, sodass es schön braun und knusprig wird. So. Könnte man einen englischen Käse, einen Cheddar benutzen, aber... Ein bisschen Italien muss auch noch Salz drin sein, deswegen ein bisschen Parmesan. Und dann, das ist also jetzt, weiß ich nicht warum, aber es muss ein bisschen bäuerlich. Vielleicht sonst würde unsere Schäfe jetzt nicht erkennen, wenn das zu glatt wäre. So, halbe Stunde und dann 20 Minuten im Backofen. So. Und so ist das Ding jetzt geworden. Mhm.
Fisch. Wir kosten jetzt das Rezept von Ihnen, das, was Sie gekocht haben, Schäfers Auflauf. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Schicken Sie uns Ihre Rezepte an rezepte@volksstimme.de. Denken Sie dran, Sie können eine Küche gewinnen im Wert von 10.000 Euro. Appetit. Guten Appetit.